So, mal kurz durch die Stacheln da durch. Tun wir erstmal die Rosenstacheln da weg. Okay. Mein Name ist Robert Franz. Ich sitze da beim Robert Franz Naturversand und Firma Dogenesis. Habe zwei Mitarbeiter von mir da genommen, dass wir ein Gespräch führen, dass ihr seht, was die Meinung von normalen Leuten ist zu Corona, zu Gesundheit, was man machen kann, was man nicht machen soll, was man übergeben soll. Soll man was delegieren? Gesundheit delegieren würde ich niemals machen an keinen, weil ich weiß, weil ich selber auch dieselbe Erfahrung machen kann. Wir haben eine natürliche Gesundheit. Das ist Tatjana Schwanke von Großkunde Elisabeth Götzinger. Tatjana kommt aus Russland, Elisabeth Götzinger kommt aus Österreich. Es sind zwei Systeme, die aufeinander prallen. Ich komme von Rumänien, ich bin genau dazwischen. Ich bin der Puffer. Und darum, genau, will ich halt mal fragen. Tatjana war in Urlaub, Thema Gesundheit. Sie war in Russland, hat ihre Nichte besucht auf der Krimhalbinsel und sie hat richtig Probleme gehabt. Sie hat nicht mehr gehen können. Jetzt kann sie Tatjana uns mal sagen. Sie hat auch viele Produkte mitgenommen von ihr und was halt das gewirkt hat auf den menschlichen Körper. Ja, ich war in Russland, meine Cousine hat mich angerufen und sie hat gesagt, ihre Tochter geht sehr schlecht, sie könnte nicht laufen. Sie ist 32 Jahre alt. Ich habe natürlich Robert angerufen und Robert hat mir empfohlen, MSM, Glucosamin und Chondroitinsulfat mitzunehmen. Er hat geschrieben, was soll und wie oft soll sie einnehmen und bin ich gekommen. Im Alter 32 Jahre alt, sie hat so aufgestanden wie eine alte Oma. Nach einer Woche, ehrlich gesagt fünf Tagen am Freitag, wir waren in der Stadt, wir haben einen eingekauft und ihr geht super, super gut. Ja, so ist es zu deinen Produkten. Und ich selber, früher, ich habe Probleme mit Rücken gehabt. Mein Sohn einmal in 3 Monaten haben mich als Beitisch genommen und im Auto gestellt und zum Arzt gefahren und ich habe die Spritze gekriegt und dann zurück. Seit 5 Jahren arbeite ich bei dir, seit 5 Jahren nehme ich MSM in Kapselform und ich weiß nicht, wo meine Rücken ist. Ja, ihr seht, ganz einfach, normal, natürliche Produkte. Es ist auch nichts getürkt, keiner will jemand was erzählen, aber erstmal deine eigene Erfahrung zählt. Und die Elisabeth war auch jetzt in Urlaub, ihre Mutter ist schon 85 Jahre alt, ist ganz allein in Kärnten, ist keiner, der auf ihr aufpasst und sie hat einen Haufen Medikamente genommen, massenweise, tütenweise. Ist halt besucht und war im Stand innerhalb von 2-3 Wochen, ihre Mutter umzustimmen auf natürliche Produkte. Und ja, also noch einmal ein großes Dankeschön, auch im Namen meiner Mutter, Robert, weil der Mutter geht so gut. Die war wirklich schon an der Kippe, sage ich mal, in eine andere Welt. Aber aufgrund dessen, dass ich die Produkte von dir geben konnte und sie auch genommen hat, also ihr geht's wunderbar. Im Krankenhaus wäre sie fast verstorben. Gott sei Dank hast du mir damals den Urlaub genehmigt. 3 Wochen, ich habe sie sofort nach Hause genommen. Und eben genau deine Produkte, ich meine, ich will ja nicht zu laut sagen, aber jeder kennt die Krankenhauskeime, jetzt auch in Zeiten von Corona. Aber Krankenhauskeime, und sie hatte welche davon, dank Roberts Produkte, sie hat das Bein, ihr geht's gut, sie kann wieder laufen. Ich bin wirklich absolut überzeugt und ich würde sagen, probiert es aus. Medikamente schön und gut, aber die Leute werden ja immer kränker, die werden ja nicht gesünder und das merke ich auch bei meiner Mutter, die wird immer besser. Also wenn ich jetzt auf Besuch gehe und mit ihr rede oder geredet habe, ach, die hat ja wirklich am ganzen Geschehen, am ganzen Leben hat die teilgenommen. Dann sind wir schon ein bisschen in den Streit gekommen, das kenne ich von meiner Mutter nicht. Sie war sonst immer so, ach, wie wirklich in dem Alter, halt die Leute sind voll mit Medikamenten gepumpt. Jetzt ist sie wirklich aktiv, jetzt kann ich mit ihr einen Austausch pflegen, den ich früher nicht mehr hatte. Ich bin Gott sei Dank auf dich gekommen, habe dich kennengelernt, darf bei dir auch arbeiten, um das in die Welt rauszutragen. Ich kann das jedem nur empfehlen. Und wir haben die Verantwortung, was der Robert auch immer sagt. Genau. Leute, ihr müsst die Verantwortung übernehmen, nicht den Ärzten geben. Und man kann auch nicht zum Menschen delegieren, wenn ein Arzt delegiert, übernimmt gar keine Verantwortung. Genau. Es steht alles, alle Nebenwirkungen müssen wir auf eigene Kappe nehmen. Fängt schon bei den Kindern an. Die Tatjana hat auch folgendes Mal gesagt, ein Kind kriegt ein Schmerzmittel. Ja, gegen ich weiß es nicht was, sie hat
Fieber gehabt, sie hat Husten gehabt, die Ärzte hat etwas verschrieben und damals habe ich bei meinem Sohn gewohnt und die Kleine war bei mir und in der Nacht sie hat gesagt, du bist Teufel, gehst du weg und dann wir haben Anleitung gelesen, ja, das führt zum Halluzinationen, genau. Das war genau so. Und Magen durchbluten, ja, sowas. Und dann du hast mir gesagt, sie muss das und dies und nehmen, jenes einnehmen, ich habe ihr alles gegeben und jetzt, beide Kinder sind gesund, sie nehmen jeden Tag täglich 2 bis 3 Tropfen D3, genau. Sie nehmen keine Kindermultivitamine ein und sie sind gesund. Aber wegen Corona, sie sind zu Hause, ja, aber ist super egal. Aktiv, aber sie ist im Garten, ja. sie machen alles und sie sind super aktiv. Ja, so wie ich sagte, man kann viele Sachen sich verarschen lassen, aber irgendwann, ich habe es geschafft, dass die Menschen Verantwortung übernehmen durch die ganze Aufklärungsarbeit. Was wir da in unserer Firma machen, wahrscheinlich sind die wichtigsten Menschen auf diesem Planeten. Wenn ihr gesund als Arbeitnehmer seid, hat der Arbeitgeber keine Ausgaben. Das sind Milliarden, die verpulvert werden. Und bedeutet, Robert Franz kurbelt die Wirtschaft. Entschuldigung, Robert. Kolloidales Silber, wenn die kleinen Kinder haben Rötungen, Husten, ja, oder Husten, genau. Schnupfen, 2-3 Tropfen in der Nase, sie nehmen einen Schluck im Mund. Ja, da können sie die Viren gar nicht ausbreiten, genau. Übernachten, gesund. Ja, das ist wichtig. Für mich als Oma, ich bin froh, dass meine Enkelkinder sind gesund. Ja, du wirst ja auch lange, genau, und deshalb wollen die auch, dass du lange dabei bist. Aber ja, so genau. Ich sage heutzutage auch zum Thema Corona, was ich habe gesagt, sowieso jeder Mitarbeiter von mir, jeder hat bekommen, Vitamin D3, genau. Nein, ich sage, Vitamin D3 fährt das Immunsystem hoch. Ohne Sonne, sagte diese Frau, schläft, wir haben keine Schutzschilder. Durch D3 wird automatisch. Kein Politiker sagt D3, vom Gesundheitsministerium sagt, macht gar nichts, versteckt euch, geht im Keller, wenn ihr rauskommt, seid ihr noch schwer. Dadurch habt ihr noch mehr Probleme bei den Nächsten, die Wirtschaft wird kaputt gehen und ihr seid auf uns angewiesen. Merkt ihr, wir sind auf niemanden angewiesen. Wir haben das Sonnenlicht D3. Jeder Mitarbeiter von mir hat Selen bekommen. Selen stärkt das Immunsystem. Genau. Jeder eine Kapsel Zink täglich. Der hat eine Packung Zink bekommen. Ja, auch Carnitin, das ganze Immunsystem stärken. Olivenblattextrakt. Und Olivenblattextrakt, genau. Olivenblattextrakt, sind Studien da von Olivenblattextrakt gegen allerlei für Viren. Vitamin C, die Chinesen haben 50 Gramm Vitamin C. Ich habe gesagt, jeder Mitarbeiter wäre ja richtig verrückt, dass in meiner Firma, einer Gesundheitsfirma, wo Nahrungsmittel gemacht werden, dass die Leute krank sind. Schwarzkümmeröl, gegen Migräne. Robert, Entschuldigung, genau. Ich war einmal auf einem Freitag, bin ich früher heimgegangen, weil ich gemerkt habe, irgendwie stimmt was nicht. Ich habe am Wochenende den Olivenblattextrakt eingenommen. Am Montag, ich war fit, ich habe keine Probleme, gar nichts. So was ist mir noch nie im Leben passiert. Und noch etwas muss ich unbedingt sagen. Ich bin in Behandlung beim Zahnarzt. Und wie halt wahrscheinlich alle Menschen kennen, die machen immer Zahnreinigung. Genau, so ich sag, die Keime von links nach rechts. Ja, genau, sie haben Parodontitis hin und her. Und dann reinigt sie das ganze Kiefer mit den Zähnen. Öffnet für die Keime einen neuen Bereich, wo die Keime schon rein sind. Und dann hat sie mir zweimal Ibuprofen 600 Milligramm gegeben. Und hat gesagt, naja, wenn ich Schmerzen habe in der Nacht und wirklich um 1 Uhr in der Nacht hat es angefangen und habe gesagt, nee, diese Schmerzmittel nehme ich nicht, die sind ja 600 Milligramm. Und dann bin ich zum Olivenblattextrakt gegangen, nach einer Stunde war alles weg. Also ich schwöre auf dieses. Und wegen Parodontose, das ist Zahnfleisch. Auch, ist, und das war das nächste, dann habe ich kurmäßig Olivenblattextrakt eingenommen. Und die Tiefe der Zahntaschen ist um 3 mm zurückgegangen. Also juhu, ich werde gar nichts vom Arzt brauchen, es wird alles gut. Dank Robert. Ja, ich sage immer, Operation. Migräne, genau. Ich habe sehr oft früher Migräne gehabt. Einmal in 3 Monaten habe ich 3 Tage oder noch im länger. Dunkeln. Im Dunkeln, das ist alles Runde, genau. Zu, kein muss kochen, kein muss laufen, gar nichts machen. Ja? Und dann, du hast mir gesagt, Schwarzkümmeröl. Ich habe zuerst, das ist Teelöffel eingenommen und jetzt jeden Abend, wenn ich Salate mache, ich mache einfach so Öl nach Geschmack. Gefällt mir, ja? Und ich habe keine Pfeffer. Ja, gutes Öl ist auch nicht bitter. Ich weiß nicht, wo soll ich ranzige Öle machen? Und wir haben ja unsere Öle in Mironflaschen und ranzige Öle, normale, helle Flaschen, da werden verkauft allerlei für Öle. Das sind oder zum Beispiel Kapseln, wenn ich Schwarzkümmeröl in Kapseln habe, würde ich
in Beton rein. Das ist alles schon oxidiert. Also Öle müssen dunkel sein, sofort nach der Pressung, sofort abgefüllt und fertig. Aber so ist halt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und das. Aber ihr seht, es gibt viele Methoden. Und auch jetzt zum Thema Corona, was mich ärgert, weil keiner ermuntert wird, etwas zu machen. Meine Mitarbeiter führen Gespräche, ich führe Gespräche, Mensch, schau, pass auf, ich weiß, was du machst, schau, was ich mache, ihr seht, ich war jetzt auch in England über die Ferien und sowas und das waren 600 Leute auf einem eingefärbt, da war auch kein Corona, gar nichts, man hat den Abstand eingehalten, alles, aber das sehe ich auch nicht ein, dass die ganze Wirtschaft kaputt machen, dass die ganze, wenn ein Restaurant 100 Plätze hat, da kann man 20 bedienen, da ist ein Abstand 3 Meter, aber der Gastronom stirbt nicht, nützt ja nichts, wenn, ja, wir kriegen staatliche Gelder, jetzt haben wir keine Schulden, aber dann sind wir verschuldet. Wieso, jetzt kommt der Staat und nimmt meine Firma weg. Wer sind der Staat? Wir sind der Staat. Du, ich, ja, wir alle sind der Staat. Genau. Kann es sein, dass ein paar Funktionäre unsere Firmen wegnehmen und sich da in unser Geld wälzen und bestimmen, was wir zu lassen und zu tun haben? Und deshalb finde ich auch voll in Ordnung, wenn die Leute, es fängt ja gleich bei deiner Firma an, die Mitarbeiter, ich komme vielleicht einmal im Monat zu der Firma, die sind motiviert, die machen alles klar. Es kann immer passieren, dass einer mal schlechte Laune hat. Ich werde auch nicht jetzt wegen alles singen, da werden auch die Leute nicht hinterher schauen oder spionieren. Aber eigentlich, es gibt einen gewissen natürlichen Lauf in der Natur und Menschen, die mit der Natur verbunden sind, die haben keine Probleme. Klar, in der Natur passiert auch mal, dass ein Virus kommt und 3000 Kaninchen sterben, weil sie überbevölkert sind, werden mit Menschen auch irgendwann passieren. Weil wir sind ja Milliarden auf dem Planeten, ist auch gerecht verteilt, aber so wie ich sage, irgendwann müssen die Leute was machen. Und wir haben geschafft, durch unsere Arbeit, durch unsere Aufklärung, wir machen ja nur Aufklärung, wir können keinem etwas zwingen. Jemand macht das selber, je nach was für Probleme. Und für die Probleme gibt es eine Lösung. Wir sind, sobald ein Problem ist, sind wir alle ohnmächtig und sagen, oh, was kann mir, wer hilft mir jetzt? Ja, ruft jetzt im Falle von Corona, ruft ein deine Allianz Lebensversicherung und sagt, kann ich bei Ihnen melden? Ich habe bei Ihnen Lebensversicherung, ich bin gerade am Sterben, können Sie mir helfen? Da sagt er, bleiben Sie wenig weiter weg von der Videokamera und zahlen Sie Beiträge weiter. Wir haben mit Ihnen nichts zu tun. Ich habe auch gehabt, Autounfall, ist eine mir hinten rein. Aber ich sage, okay, zahlt den Schaden aus. Nein, Herr Franz, Sie müssen prozessieren. Ich muss für niemanden prozessieren. Ich bezahle keine Versicherung, damit Sie die letzten Tantieme aussuchen. Nur heutzutage, wir sind gewöhnt, unsere Gesellschaft werden Leistungen versprochen und nicht gehalten. Wir sind die Dummen, wenn eine 10.000 Mixer macht und 200-300 kaputt sind, die 200-300 Leute sind beschäftigt und der Unternehmer hat seinen Schrott verkauft. Und deshalb gehört ein gesunder Menschenverstand, die Menschen handeln. Ihr seht, wie meine Mitarbeiter und alles, wir sind da, um durch unsere Erfahrung. Wenn ich was erfahren, Gutes erfahren, werde ich mich dran halten. Und die Drohungen nützen auch gar nichts, genau wie jetzt. Eingesperrt, ihr müsst drinnen bleiben, du darfst nicht raus, genau. Jeder, der mich kontrolliert, um Ordnungsamt oder Polizist, der sitzt auf meiner Lohnliste. Wir bezahlen mit Steuergeldern. Wo ist deine Menschlichkeit, oder? Genau. Und wir haben so halt zum Spaß im Büro, haben wir die Mitarbeiter untereinander, haben wir gesprochen. Kennst du jemanden, der Corona hat? Also jetzt ist ja schon länger, bestimmt ein Monat oder länger, Corona. Kein einziger Mitarbeiter kennt irgendjemanden, der Corona hat. Das sagen immer, das ist, ich habe gehört vom Nachbar, Nachbar, von Schwester, Schwester, von jemandem, weißt du, dass jemand hat Corona gehabt. Von jeder normalen Grippe sterben mehr Leute, ich weiß, was das jetzt soll, aber so wie gesagt, täglich verhungern 26.000 Kinder, aber es ist voll in Ordnung, wenn ein paar Leute von der Westen sterben, ist die Hölle los. Ja. Aber die in Griechenland da auf der, in Griechenland stehen und nicht rüber können, die von Syrien und da elendig verrecken und die Kinder verhungern, da wird aber kein Herz gezeigt. Da kann eine Laien posaunen von Brüssel, ja, lass die rüber, aber die geht am Abend, genießt ihr warmes Abendessen und hockt nicht daher. Das, man kann auch immer, was die meisten Leute, in unserer Gesellschaft wird viel geredet, wenig gemacht. Und wir brauchen Leute, die machen, die sich trauen, etwas zu machen. Und wenn etwas nicht die Lösung ist, das wird auch sofort verschwinden. Warum funktionieren die Produkte, was wir machen? Warum funktionieren sie? Weil sie eine Wirkung haben. Okay, wir machen es ja für Tiere, wir sind ja selber wir stammen von Affen an. Wahrscheinlich würde ich gute Pavianfigur abgeben. Roten Arsch habe ich auch, wenn ich weiß, warum nicht am Hintern abwischt. Aber irgendwann müssen wir, ihr müsst selber handeln. Ihr könnt nicht euch vor jemand verarschen lassen. Und es ist nicht Sinn der Übung, jemanden zu verarschen, weil das Problem ist heutzutage, wir haben eine richtig vielfältige Gesellschaft. Ich sage, es kommen von überall auf der Welt daher, da wird der ist böse, der ist gut. Wir sind alle Menschen und alle haben eine Erfahrung. Wir müssen da überleben, wir können das nicht im All katapultieren, das ist wahrscheinlich zu teuer, so 100.000 Euro, so ein extraterrestrischer Flug. Aber wir müssen schauen, zurechtkommen. Und die ganze Hetze gegen jeden, das kommt von Rumänien, das kommt von Russland, kommt von Österreich, das ist dumm, das ist böse, das ist dick, das ist dünn. Ihr seht, wir sind selber geschickt, eines dick, eines dünn, aber wir müssen das Menschliche nicht vergessen. Und das müssen die Leute halt
wissen, was sie machen. Eben. Und die Grenzen gehören aufgehoben. Wenn ich in Rumänien geboren bin, dann lebe ich in Rumänien. Ich gehe nicht weg. Aber in dem Moment, wo meine Freiheit genommen wird, meine Rechte, meine Lebensgrundlage, wenn in Afrika nichts zu essen ist, da werden sie sich in Bewegung setzen. Es kann nicht sein, wir leben von Afrika, uns geht es gut und entscheiden, was sie da machen. Halt Kongresse am Victoria See, wo die Barsche, die Victoria Barsche geangelt werden, die arme afrikanische Frau mit grauen Stahl frisst die Gräten und wir fressen die Filets bei Nordsee. Das finde ich richtig, ja. Richtig. Und Robert, ich hoffe nicht, dass sie die Impfpflicht einführen, weil da kann ich meine Mutter nicht mehr besuchen, weil ich lasse mich nicht impfen. Das ist doch eine Katastrophe, oder? Ja, ich lasse mich auch bestimmt nicht impfen. In der Natur gibt es keine Impfungen. Ich wurde als Kind geimpft. Ich komme ja von Rumänien. Ja. Meine Arme sind voll mit Spritzen. Jede zwei Wochen sind sie in der Schule gekommen. Impfen, impfen, impfen. Ich bin als Erster hingegangen, habe geschaut, wie die anderen Ohnmacht fallen. Hat richtig Spaß gemacht. Aber wenn ich geimpft bin, warum soll mein Kind geimpft werden? Oder ich kann es so übertragen durch meine Gene, durch alles. Es sind Pro und Contra. Ich sage auch immer, mehr oder weniger Impfung, wenn was auch immer, eine Kinderlähmung, muss auch jeder entscheiden, was er macht oder nicht macht. Aber in dem Moment, wo ein Konzern Medikamente verkaufen will und das Problem die Impfung ist, damit er seine Milliarden verdient und den Staat schmiert und sowas kann nicht sein. Was für ein Medikament ist? Pharmakonzern steht 600.000 Kapseln für Malaria. Was hat Malaria-Mittel mit dem Coronavirus zu tun, oder? Ich habe Resveratrol, eine Studie, wo zeigt, Resveratrol ist gegen Corona. Resveratrol wird aber von keinem erwähnt. Ich habe Resveratrol, die ist aber für grüne Baumschlangen, die gefährdet sind als der Mensch. Die können nicht denken. Der Mensch kann nicht denken, nimmt die Hilfe nicht an. Und da kommt der Staat, impft. Nein, mich impft keiner. Wir alle sind frei auf diesem Planeten, frei von diesem System. Wenn einer will, dann muss er sehen, wie die Spitze sich selber in den Arsch kriegt, von mir reingeschoben. Und die zweite kann er auch haben, mit der doppelten Dosis. Da wird nicht gehen. Aber so, ich sage, das war nur ein kurzes Gespräch. Jetzt habe ich gesagt, komm, red mal 15 Minuten. Wir unterhalten uns öfters am Telefon die Probleme, was in der Firma, was nicht. Und jeder sagt, was sein privates Problem ist. Aber mein Problem, was da draußen ist, die Menschen können nicht handeln. Aber durch unsere Arbeit haben wir die Gabe, den Menschen Wissen beizubringen, in Nähe zu bringen an seinen Ursprung. Und dann nehmen die Leute mehr oder weniger Produkte, fühlen sich wohl und so geht die Hilfe weiter. Das ist, irgendwann, es muss mit einem Menschen beginnen. Ich weiß, ich bin jetzt seit 7, 8 Jahren unterwegs und kläre Menschen auf, halte Vorträge. Meine Mitarbeiter machen Überstunden und alles. Das machen nicht für uns, weil zum Leben braucht man nicht viel. Es macht für die Menschen da draußen, die einfach ohnmächtig sind. Zum Beispiel Vitamin-Thema B12, geht eine alte Frau auf die Straße, bringt eine Mutter, die Käthe pinkelt in die Hose, da entsteht eine Windel in uns. Da werden Windeln massenweise produziert. Die Lösung ist nicht die Windel, sondern ohne Vitamin B12, nicht nur, dass ich in die Hose pinkel oder in die Hose rein scheiß, sozusagen auf Deutsch gesagt, ich kann nicht mehr reden, kann nicht mehr denken. Ich will jetzt diesen Dünnschiss, der legt die Beine runter, oder? Dann ist die Windel auch nicht. Da brauchst du einen Pampers oder Gummibänder, wie auch immer. Aber alles schön, gut, ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Deshalb muss ich auch nicht Roberto Blanco sein. Deswegen heißt Robert Franz, nicht Roberto Blanco. Aber Robert, meine Haut ist weiß. Aber was uns auch sehr viel Freude bereitet, ist einfach, wenn die Kunden auch anrufen, ihre Erfahrungen durch die Einnahme deiner Produkte erzählen. Da geht mein Herz auf, weil ich einfach sage, ich bin am richtigen Platz. Ich mache eine Arbeit, wir machen eine Arbeit, die wirklich Menschen hilft. Wir verkaufen keine Staubsaugerbeutel, kriegen blaue Zehen, wenn die Türen, die zugeschlagen werden oder müssen wir verkaufen. Das ist richtig schön. Das macht, ich sage heutzutage, gesunder ist der beste, ist der höchste Luxus von Menschen. Ja, genau. Wellness. Und kostenlos. Genau. Ja. Und genau. Das sind Beträge, die einer für einen Kaffee gibt oder sowas. Aber erstmal muss die Geduld haben. Es läuft auch unsere Zeit, es läuft deine Zeit, meine Zeit. Wir können jetzt, wir müssen jetzt gar keine Sendung drehen. Wir können uns, ich weiß, ein Glas Sekt da reinhauen und etwas rumplappern und schauen, dass das Wetter schön ist. Aber nein, wenn wir aufstehen, wir wissen, das sind viele Menschen da draußen, sind viele Tiere, die sind in Not. Und jeder freut sich, wenn seine Baumschlange gut geht oder wenn die Hyäne, ich weiß, keinen Durchfall hat oder was auch immer, die Panda-Bären ein tolles Mikrobiom im Darm haben. Aber und so die ist er. Pinguine laufen. Ja, die Pinguine, genau. Und am Abend kann man im Schlafzimmer mit Pinguinstellung probieren, wenn die Hose unten ist, man nicht laufen kann eben. Naja, und jetzt ist die Osterhasenzeit mit dem tollen L-Carnitin. Ja, genau, Carnitin für Osterhasen, genau. Da kann auch jeder lächeln, finden, was Robert Franz macht, aber ist effektiv. Osterhasen haben ein starkes Immunsystem, die kennen durch Wind und Wetter, verteilen ihre Eier, müssen nicht unter der Schlafschlange. Genau, der Weihnachtsmann hat keine erektile Dysfunktion mehr, der kann seinen Sack heben, klar, das ist irgendwo befestigt, das und darum sage ich, der Zweck heiligt die Mittel, aber ich bin froh, dass wir so weit sind, dass heutzutage in so schwierigen Zeiten wir eigentlich
der Kopf sind und sagen, pass auf, schaut uns an, uns geht es gut. Und das euch ist kein Ein- und Falschmeter zwischen. Ja, genau, klar. Ich glaube, jetzt müssen wir die erste Strafe kriegen. Es sind drei Leute zusammen. Wir machen sozusagen einen flotten Dreier. Ohne mit 20 cm Unterschied, okay. Wahrscheinlich brauchen wir 2 cm, was zustande kommt. Aber ihr seht, das Leben ist ganz einfach. Handelt, ja, macht was. Hört auf zu weinen, hört auf zu jammern. Macht etwas und fertig, okay. Danke, Robert, das ist die Stunde. Ich bedanke mich auch bei euch, dass wir das gehört haben. Die Gespräche führen wir fast jeden Tag. Wir schauen Dinge, kommen immer wieder neue Ideen. Was kann man machen, wie kann man helfen? Aber so ich sage, es wird immer Leute, die meckern, es werden Leute, die handeln. Aber heutzutage hat sich jeder gewöhnt, eine Meinung abzugeben, obwohl vielleicht sein Leben gar nicht in Ordnung ist, und zu wissen, ich kriege keinen Gegenwind. Aber von mir kriegen sie den Gegenwind und ich bin auch bereit. Ich habe auch nie gesehen, Robert Franz ist ein Scharlatan, Robert Franz ist ein Gauner, betrügt Menschen, Robert Franz ist ein Menschenhass und sowas, Robert Franz vergewaltigt seine Kinder oder wie ich gehört habe, vorletztes Mal war gestanden, was sagt, warum? Ich weiß, Schulläden, Bordelle sind geschlossen. Ah, Robert Franz ist ein Bordellgänger. Nein, für mich muss ich keine Frau erniedrigen. Ja. Ich kann mir selber auch eine Runde holen. Hol ich die linke, die Freundin von der rechten, ist kein Problem. Und so wie ich sage, so habe ich noch gesagt, die Kirche, Gläubige, wo sind die Menschen? Die verstecken sich. Es gibt einen Gott, aber wenn Gott da ist, hast du dieselbe Kraft. Warum versteckt er? Ja, Robert Franz hat Gott beleidigt, du kriegst keinen Cent von mir. Ich will von niemandem Cent. Du musst im Stand sein, den Cent für dich und deine Gesundheit, für die Gesundheit deiner Lieben zu investieren. Das ist halt meine Meinung. Jedenfalls. Aber Robert, es gibt immer Leute, die irgendwas zum Meckern haben, genau, klar, dagegen zu sprechen. Wäre auch zu monoton, wenn alle Ja sagen, aber ja, das Nein muss irgendwann auch einen Grund haben. Warum, weshalb, wieso, warum ich der andere, warum wir alle und warum einer sagt, was alle tun sollen. Genau, genau. Okay. Also hat jeder die Möglichkeit, selber die Erfahrungen zu machen und zu entscheiden, geht es ihm besser? Super. Und wenn es ihm nicht besser geht, dann macht er einen anderen Weg, oder? Ja, genau, klar, der muss doch jeder. Aber hauptsächlich nicht meckern. Man geht lang zum Arzt, nimmt die Medikamente mit tödlichem Wirkung und das ist fein. Oh, mir geht's schlecht. Dann hör auf oder such eine Lösung. Ganz ich kann nicht um etwas lassen. Oder nächstes Mal reden wir über Frauenpolitik, lass es sein. Okay, jetzt machen wir schon die Elefanten am Schmerz, die Hyänen jaulend. Die haben kein Vitamin A für Flamingos. Pakete warten. Okay, vielen Dank euch beiden. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Robert. Danke. Ciao, ciao.